Servus und hallo zu einem neuen Video mit mir. In diesem Video hier geht es hier weiter in dieser Einzimmerwohnung. Im vergangenen Video hatten wir hier schon den alten Putz glatt gespachtelt. Das Ganze ist jetzt getrocknet und wir können jetzt weitermachen mit dem Schleifen und Grundieren. Das soll Inhalt dieses Videos sein. Wie werden wir vorgehen? Im ersten Schritt werde ich mal mit so einem Flächenspachtel mal das Ganze hier durchkratzen, um erste Riefen oder ähnliches zu entfernen. Und danach werde ich die ganzen Anschlüsse und Ecken mit diesem kleinen Delta-Schleifer machen. Damit komme ich hier gut in die Ecken rein. Aber auch vielleicht an Steckdosen und Co. kann man damit gut schleifen. Und dann machen wir die Flächen, machen wir dann hier mit der Schleifgiraffe, der Planex von Festool. Ich habe hier die Variante mit dem LED-Ring hier, heißt, an der Wand sieht man dann auch sehr gut Unebenheiten und Riefen, die man noch rausschleifen muss. Arbeiten werden wir hier mit einem 180er Schleifkorn. Genau, ich würde sagen, ich verlinke euch mal hier oben das Video, wo wir hier das Ganze glatt gespacht haben, in zwei Schritten von einem 1,5 mm negativ verriebenen Putz jetzt auf glatte Wand. Verlinke ich euch hier oben, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr Interesse daran habt, wenn ihr sowas auch vor euch habt, als ersten Schritt, bevor es ans Schleifen und Grundieren geht. Nach dem Intro geht's gleich los. Bis gleich! So, ich habe jetzt alles einmal durchgekratzt mit dem Spachtel und vor allem auch in den Ecken überall schön reingefahren, um schon mal eine saubere Ecke auszubilden, das was vielleicht jetzt beim Spachtel nicht so ganz geklappt hat. Jetzt geht es weiter, dass wir die Ränder und Ecken vorschleifen. Ich nehme jetzt hier so einen Dreieckschleifer für und mache jetzt schon mal die Ecke komplett sauber und den Rand. Und danach werden wir dann mit der großen Schleifgiraffe über die Fläche gehen. Ich habe jetzt hier auch so ein Licht dran, das habe ich mir extra mal gekauft. Und dann hat man hier, quasi sieht man auch was, wo man arbeitet. Weil ansonsten ist man da ein bisschen arg im Blindflug unterwegs. Bei der großen Giraffe habe ich auch ein Licht dran, da sieht man auch super. Und mit diesem Zusatzlicht, was ich mir hier geholt habe, sehe ich auch was in den Rändern. Los geht's!
So, also ich habe alle Ecken und Kanten jetzt vorgeschliffen mit dem kleinen Delta-Schleifer und jetzt können wir an die Flächen gehen. Dafür nehmen wir jetzt hier die Schleifgiraffe. Ist alles schon angeschlossen. Ich habe mir auch ein Schleifpapier schon drauf gemacht. Und die hat hier diesen LED-Kranz, mit dem man dann auch etwas sieht. Ich kann das gerade mal zeigen. Gerade mal anmachen hier. Und dann sieht man auch, was man dann auf der Wand sieht. Also man hat dann um den Schleifteller drumherum ein gutes Bild und weiß, wo man nochmal drüber muss oder wo halt nicht. Ja, los geht's! Nachdem alles fertig geschliffen ist und der Boden abgesaugt ist, etwas entstaubt ist, kann es ans Abkleben und Abdecken gehen. Dafür schneide ich mir hier ein Malervlies zurecht und klebe das Ganze dann am Boden an, weil das bleibt dann auch etwas länger liegen. Wir werden erst grundieren und dann das Ganze trocknen lassen, die Spachtelmasse trocknen lassen, die verfestigt sich dann auch nochmal. Und dann kann man das Ganze streichen und streichen werde ich alles, deswegen klebe ich hier das Abdeckvlies auch an. Thank you.
So, fertig. Ich habe jetzt alles geschliffen und grundiert, abgeklebt erstmal, damit ich den Tiefengrund sprühen kann. Ich habe diesmal so einen Pumpsprüher dafür genommen, für den Tiefengrund und nicht ein Airless-Gerät, weil hier es hier einfach nur eine Einzimmerwohnung ist. Das wäre jetzt zu viel Aufwand gewesen, das Airless-Gerät hier dafür quasi dreckig zu machen, für die paar Quadratmeter. Deswegen habe ich hier einen Pumpsprüher genommen. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Wir lassen jetzt das Ganze hier durchtrocknen und können dann morgen oder übermorgen hier einmal durchstreichen. Dafür muss ich nur noch die Heizkörper abdecken, ein paar Kleinigkeiten, und kann ich hier einmal durchspritzen mit dem Airless-Gerät. Ich werde hier wieder meine PP90 von Wagner benutzen. Das alles aber im nächsten Video. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinem Kanal einen Daumen nach oben oder mir hier für dieses Video einen Daumen nach oben da lasst. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Ihr würdet mich und meine Arbeit hier auf dem Kanal für euch mega unterstützen, wenn ihr mir ein Abo dalasst, wenn ihr das nicht schon getan habt, und die Glocke aktiviert, um kein weiteres Video von mir mehr zu verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!